Geht's so? Ja, ja, ja. Okay. Morgen, Freunde, wir sind hier am Frankfurter Flughafen. Was machen wir so früh? Wir haben aktuell 5.49 Uhr. Wir sind vor anderthalb Stunden, zwei Stunden aufgestanden. Ganz spontan haben wir eine Einladung bekommen nach Berlin zum Bundespräsidenten und zur Bundeskanzlerin. Was wir da genau machen, seht ihr gleich. Jetzt geht's für uns einmal erstmal ab in den Flieger und ab nach Berlin. Leute, für mich ist es heute absolut Premiere. Heute mein allererster Flug überhaupt. Bisher bin ich immer mit der Bahn gereist, mit dem Auto oder mit dem Schiff. Flug noch nie, aber heute ist es der allererste Flug. Von daher, naja, nervös bin ich nicht, aber so ein bisschen die Ungewissheit ist natürlich doch da. Aber wir werden das ganz gut hinkriegen, oder Thomas? Ja, wird schon Philipp. Ne? Alles klar, okay. Wir sitzen hier gerade noch so ein bisschen zusammen und gucken uns hier das Flugzeug an, was zugegebenermaßen wie kleine Maschine ist, also ein absolutes Mini-Gerät. Also vier Sitze wird schon sein. Absolut Mini und der Thomas kriegt ja schon so ein paar Instruktionen und ein paar Sicherheitseinweise. Ich von dir. Ach so. So ein paar Sicherheitshinweise noch kurz vorher, auf was ich mich einstellen muss und wie so ein Flug denn eigentlich abläuft. Wir haben jetzt so eine halbe Stunde, dann können wir ins Flugzeug und dann können wir los. Dann geht's los. Noch ist der Philipp entspannt. Noch geht's. Tatsächlich, also muss ich sagen, ich hätte es mir hier auch schlimmer vorgestellt. Wir sind hier auch so ziemlich fast die Einzigen. Wahrscheinlich sind wir die Einzigen im Flugzeug. Naja, schauen wir mal. So, jetzt geht's ab ins Flugzeug. Boarding ist gestartet. Und jetzt geht's ab nach Berlin. Willst du... So Freunde, ich glaube, wir erklären euch erstmal, was wir heute hier überhaupt vorhaben. Wir fliegen nämlich ganz kurzfristig nach Berlin zum Bundespräsidenten und begleiten dort den Empfang der Sternsinger-Aktion 2019. Gestern und vorgestern war ich ja bei der Aktion in Lauterbach aktiv, also als aktiver Sternsinger und Mitorganisator. Ich bin noch nicht scharf. Leute, einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind eben gerade gestartet mit der Sternsinger-Aktion 2019. Ich bin schon hier als Sternsinger verkleidet. Wir sind hier in meiner Heimatpfarrei und wir sind heute den ganzen Tag bei Wind und Wetter unterwegs, um zu den Leuten den Segen zu bringen. Es macht immer richtig, richtig viel Spaß. Wir sammeln dabei für ein tolles Land und wo die Spenden genau hingehen, das werden wir noch weiter hinten im Video erfahren. Wir sammeln sie jetzt erstmal ein. Wir haben dieses Jahr ein Beispielsland von der Sternsinger-Aktion aus. Das ist das Land Peru. Es macht richtig, richtig viel Spaß und wir wollen jetzt erstmal loslegen. Es ist bitterkalt draußen und jetzt geht's los. Leute, jetzt fragt ihr euch sicherlich, eigentlich ist das doch ein Gesundheitskanal. Hier geht es um Erste Hilfe, Rettungsdienst, Gesundheit. Was zur Hölle hat Sternsinger damit zu tun? Ganz einfach. Und zwar durch die gesammelten Sternsinger-Gelder kann weltweit humanitäre Hilfe geleistet werden. In den ganzen armen Ländern können Krankenhäuser aufgebaut werden und so weiter. All das werden wir euch aber noch genauer zeigen. Halt mal ganz gut, dass ich... Das ist ja schon das zweite Mal passiert, dass ich mich mit diesen komischen, Das Problem ist an der Sache, dass ich mich jetzt schon zum zweiten Mal hier so verhakt habe, weißt du? Jetzt ist das aber besser. Was das? Oh, ich bin voll einmal hingelegt. So Leute, der erste Segen ist überbracht. Mann, das hört man doch. Du kannst das ja erzählen, aber nicht so melodramatisch, als hättest du hier gerade ein Kind zur Welt gebracht. Jetzt geht's zum nächsten Haus. Die erste Spende ist eingesammelt. Es geht schon richtig gut los. Ey! Stehe ich zu weit vorne? Nee, oder? Nee, das wird. Man kann sich auch gähnen. Fahr einfach mal ein Stück vor. Der hat keine Pieps da hinten. Test. Ja, ja. So, jetzt geht's zum nächsten Haus. Stern ist mit am Start. Die beiden anderen Sternsinger, es wird geklingelt und der Segen verteilt. Die Krone ist mir viel zu klein. Das ist aber schön, dass er hierher kommt. Frohes Neues, gell? Habt ihr einen neuen Mann dabei? Ja, der dritte Mann. Vierte. Ja, ist auch erst die zweite Haustür dieses Jahr, aber so aus den letzten 10 Jahren kann ich sagen, am besten drüber kleben. Ja, gleich greift die dich an. Hm. Neben dem Segen. Nee. Neben der Spende bekommen wir auch ganz, ganz viele Süßigkeiten. Ganz, ganz viele Haushalte stärken uns mit Süßigkeiten, geben Süßigkeiten mit, bieten uns einen Kaffee an, einen Tee an. Also immer ganz, ganz nett, ganz viele tolle Leute zu treffen. Komm. Keine Ahnung.
So ist es, glaube ich, besser, oder? Mir ist egal, ich kann noch einen Stern nehmen. Nee. Bevor er dann immer wieder den Leuten gibt, dann den Stern halten. Paul. Ups, Kamera runtergefallen. Nächstes Haus, neues Glück. Die haben gar keine Klingel. Knecht Ruprecht! War ich da mit dir da? Nee. Weil da haben wir nämlich auch wie bekommen auf die Klingel gesucht. Oh. Darf ich Ihnen den Krater noch geben? Dann kleben wir den neuen hier einmal hin. Und er ist wunderbar angebracht. Ihr habt da was Süßes. Oh, vielen Dank. Genau, das tun wir noch in die Dose rein. Dies hier ist das Beispielland Peru. Da wird dies hier für gesammelt. Ja. Für die ganzen Kinder und die Gesundheit in Peru. Ja. Dann alles Gute. Warum gibst du das eigentlich irgendwann zu begrüßen, dass das ja. Der Name kommt? Genau. Und bei dir wird dann ein Trauma spielen, du kommst nicht dran. Segen verteilt, Segen gespendet. Jetzt geht's weiter zum nächsten Haus. Heute findet der Empfang der Sternsinger beim Bundespräsidenten in Berlin statt und wir sind mit dabei. Wir sind gerade gestartet, Was? Die Bundeskanzlerin? Stimmt, genau. Und am Montag sind wir bei der Bundeskanzlerin, beim Bundeskanzleramt. Also zwei spannende Tage in Berlin, super, super kurzfristig. Und jetzt sind wir gestartet und gleich in Berlin. Tschüss, schönen Tag noch. Ciao. Jetzt noch in den Bus rein. Vom Fahrstuhl? Geht das überhaupt? Nee. Ist das Kacken? Scheiß Aufzug. Oh. So, Freunde, wir sind in Berlin angekommen. Wir warten jetzt auf den Bus und gleich geht's ins Schloss Bellevue, die Sternsinger begrüßen und den Bundespräsidenten. Oder? Ja, wird mal Zeit. Auf geht's. Ist doch keiner. Der Typ läuft ja da drüben auch einfach so rum. Wir sind im Schloss Bellevue angekommen. Jetzt müssen wir noch reinkommen. Hier sind schon überall Sicherheitskräfte. Aber wir haben ja eine Einladung. Also ich hoffe, das klappt. Personalausweise haben wir auch dabei. Wir sind ein bisschen knapp. Wir sollten um 10 Uhr da sein. Wie viele Minuten haben wir jetzt? Ich glaube, eine Minute vor 10. Naja, wir sagen mal, besser spät als nie. Und ja, ich bin mal gespannt, ob das so alles klappt. Flug hat geklappt, Bus hat geklappt. Also soweit alles safe. Und jetzt müssen wir nur noch reinkommen. Und dann sind wir schon da und können für euch berichten über was? Über die Sternsinger-Aktion 2019, über den Empfang beim Bundespräsidenten. Oh. Hallo, moin. Auch ein Ausweis dabei? Ja, selbstverständlich. Ja, habe ich da. Entschuldigung, Philipp und Thomas. So sieht's aus. Alles klar. Ja, das haben Sie bestimmt schon alles schon mal gesehen. Wir sind drin, wir wurden heute das zweite Mal auf Sprengstoff untersucht. Das ist der Wahnsinn, also dass unsere Gegenstände heute durchleuchtet wurden. Irgendwie, ich weiß nicht, sind die Leute nicht so ganz daran gewöhnt, dass man einen Rucksack voller Elektronikgeräte mitbringt und alles dabei hat. Naja, jetzt sind wir drin. Hier ist also Schloss Bellevue. Wir müssen jetzt erstmal in dieses schwarze Gebäude hier rein. Hier ist schon alles für Polizei. Na gut, ist natürlich auch super geschützt hier. Also ja, es bleibt auf alle Fälle spannend. Mal sehen, was uns jetzt hier so erwartet und ob schon Sternsinger da sind. Also ja, wir sind zumindest schon mal drin. So, wir sind jetzt hier im Innenhof von Schloss Bellevue. Man sieht hier ist der Vorplatz. Hier vorne kann man normalerweise langlaufen auf der Straße. Und hier hinten, genau dort hinter mir, kommt gleich der Bundespräsident raus mit seiner Ehefrau. Und die Sternsinger empfangen ihn. Die kommen auch gleich. Wir haben uns schon mal positioniert und warten jetzt auf die Sternsinger und den Bundespräsidenten. Hier herrscht natürlich höchste Sicherheitsstufe. Hier hinter uns stehen schon die Sicherheitsleute des Bundespräsidenten. Und der Bundespräsident, die Bundeskanzlerin und der Bundesfinanzminister plus die Bundesverteidigungsministerin haben hier so die höchste Sicherheitsstufe im Staat. Das bedeutet, sie werden rund um die Uhr von Bodyguards bewacht. Das spüren wir auch hier. Wir wurden durchsucht, unser Gepäck wurde durchleuchtet, auf Sprengstoff durchsucht etc. Also hier drin kommt so einfach keiner rein. Wir haben es geschafft, wir sind drin und jetzt warten wir und gleich geht's los.
im Schloss Bellevue. Die Sternsinger sind aufgebaut und wir warten jetzt auf den Bundespräsidenten. Ein Stern zeigte ihnen den Weg und es war ein besonders heller Stern. Jetzt sind wir hier. So, Freunde, wir sind fertig beim Bundespräsidenten. Die Sternsinger wurden empfangen. Wir sind jetzt hier noch im Schloss Bellevue, ganz nah dran. Hier seht ihr es, Thomas mit am Start, macht noch hier so einige Aufnahmen. Sternsinger haben schön gesungen und der Bundespräsident hat die ganze Aktion gelobt und fand es eine super, super Sache. Und es hat schon eine lange Tradition, dass die Sternsinger den Bundespräsidenten hier jedes Jahr am 6. Januar besuchen. Der Bundespräsident und die Sternsinger haben sich jetzt noch zurückgezogen, gibt es noch so ein kleines Meet and Greet und beide besprechen sich noch ein bisschen und die Sternsinger haben noch die Möglichkeit, in einem ganz intimen Rahmen dem Bundespräsidenten Fragen zu stellen und wir sind jetzt hier soweit fertig. Morgen geht es zur Bundeskanzlerin ins Kanzleramt. Auch die Bundeskanzlerin empfängt die Sternsinger. Für uns geht es jetzt erstmal ins Hotel. Wir sind hier heute Nacht schon um 3 Uhr aufgestanden und heute Abend steht hier noch ein Follower-Treffen an. Wir sind ganz gespannt, wer so alles kommt von euch und sagen ciao, bis gleich. So, Freunde, wir sind jetzt im Hotel hier angekommen. Der Thomas hat was ganz Tolles entdeckt, nämlich hier so eine kleine Teeküche. Hier hat man uns Tee zurechtgestellt, hier Pfefferminz und Schwarztee und der Thomas hat sich einen aromatisierten Früchtetee rausgesucht. Der wird jetzt gerade hier gemacht. Gott, das sieht so künstlich aus. Guck dir das. Oh, Vorsicht! Ich würde sagen, da kommt der Dampf an der falschen Stelle raus. Hast du denn hier noch diesen leckeren Feinzucker mit dazu? Das riecht aber künstlich. Ist das Bio? Nicht, dass einer von euch wieder meint, hier so ein bisschen Hate da lassen zu müssen, weil es kein Bio ist. Wie schmeckt's? Alles aber nicht Bio, riech mal. Ist kein Bio. Es riecht wie so ein Himbeerjoghurt. Definitiv. Wir haben ein richtig cooles Hotel hier. Wir haben eine riesengroße Glasfront, wenn man das hier so sieht. Und hier unten laufen die Leute lang und die kann man von hier, von unserem Bett aus, wunderbar beobachten. Also das ist richtig, richtig cool. Und wir haben noch eine Sache, die freut den Thomas ganz besonders. Wir haben nämlich eine ganz große Regendusche. Stimmt's? Fühlt sich an wie im Regen. Wie wenn ich jetzt in der Wildnis draußen im Regen stehe. Also eine riesengroße Regendusche plus sozusagen auch noch eine kleine Dusche mit dabei. Ja. Kleine und große Dusche, also wirklich wunderbar hier. Und heute Abend steht hier noch das Follower-Treffen an. Wir sind total gespannt, wer da von euch so alles kommt. Wir bereiten uns jetzt noch ein bisschen vor, da müssen wir noch ein paar Sachen einkaufen, wie das so immer ist. Und dann sehen wir uns um 18 Uhr vom Brandenburger Tor. Ja? Wir sind am Brandenburger Tor angekommen, noch circa 45 Minuten, dann findet das nächste Follower-Treffen hier in Berlin statt. Wir hatten ja das letzte Follower-Treffen in Köln gemacht, sind mit euch über den Weihnachtsmarkt gegangen, haben da ganz viele tolle Aktionen auf dem Weihnachtsmarkt gemacht und heute Morgen sind wir ganz spontan nach Berlin geflogen und im Flugzeug haben wir beide uns angeguckt und dachten, Mensch, wir könnten doch eigentlich spontan noch ein Follower-Treffen starten und genau das haben wir gemacht. Umso gespannter sind wir natürlich, wer von euch heute Abend da jetzt aufschlagen wird. Also schauen wir mal, let's go! Ich finde hier Follower-Treffen immer super, super spannend. Wieso? Naja, normalerweise habe ich mein Handy, lade die Videos hoch, sehe die Kommentare und sehe die ganzen Reaktionen von euch. Also die Aufrufzahlen, die Likes, die gefällt mir, die Kommentare und auch alle Privatnachrichten, die ich jeden Tag geschickt bekomme. Aber ich habe keine Gesichter dahinter. Ich sehe natürlich eure Profile, aber ich weiß nicht, wie sind die Leute in real? Wie reden die? Wie klingen die? Wie sind die so drauf? Und deswegen finde ich Follower-Treffen immer super, super spannend. Und ihr hattet ja mal vorgeschlagen, kannst du nicht mal Follower-Treffen machen, hattet bei mir angefragt und seitdem ist es so, wenn wir in irgendeiner Stadt unterwegs sind, egal welchen Termin wir haben, versuchen wir immer so ein ganz spontanes Follower-Treffen für euch einzurichten. Wir hatten das schon in Düsseldorf gemacht, wir hatten das in Köln gemacht auf dem Weihnachtsmarkt und jetzt das dritte heute in Berlin. Ich finde es super spannend, euch zu treffen, zu sehen, wer folgt mir in da real. Ich sehe zwar, da folgen mir ungefähr 22.000 Leute, aber muss ich das Ganze mal vorstellen. Wie viel sind 22.000 Leute? Das ist ja schon fast ein halbes Fußballstadion voll. Also wahnsinnig, wie groß die Community innerhalb von einem halben Jahr gewachsen ist. Macht mich super stolz, aber ich möchte euch natürlich auch kennenlernen. Und da sind die Follower-Treffen eine absolut gute Gelegenheit dazu. Warte, ich hab noch was. Ja, sie juckt.
Nee, ich hab doch nichts mehr. Ist doch kalt, hä? Was? Ist doch kalt. Nee, aber dir. Ja, ah, okay. Nee, ich habe jetzt aktuell doch nichts mehr. Dann erstmal dumm in die Luft. Ja, bisschen der Zeit. So, Freunde, wir sind schon da. Hier ist das Brandenburger Tor und hier warten wir auf euch. 18 Uhr geht's los. Hier, kleines Follower-Treffen direkt unter dem Brandenburger Tor in Berlin. Hier bei Burgermeister, einem sehr, sehr bekannten Burgerladen hier in Berlin. Uns wurde gesagt, das ist der beste Burger in Berlin, den man so bekommen kann. Und ich muss sagen, er war wirklich absolut spitze. Eine riesengroße Portion für super wenig Geld. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt auf alle Fälle. Man muss sagen, viel Auswahl, aber ausschließlich Burger mit 3, 4, 5 verschiedenen Beilagen. Wir haben jetzt Chili Cheese Fries gegessen, sehr, sehr lecker. Dazu einen guten Burger mit gutem Fleisch. Dazu das Ganze noch schön mit Käse überbacken. Hervorragend. Also absolute Empfehlung. Von der Location her kann es eigentlich nicht besser sein. Guckt euch das mal an, dass wenn man jetzt hier wie so ein kleiner alter Bahnhof, davor wie so eine Imbissbude, so richtiges Berliner Flair. Besser kann man hier eigentlich keinen Burger essen. Natürlich gibt es keine Bedingungen am Platz, ist nicht schön warm und man muss auch dabei stehen beim Essen, aber das macht das Ganze auch aus. Es sind viele nette Menschen da gewesen, viele mit denen man sich ein bisschen unterhalten hat und das ist eigentlich so das Berliner Leben, was die Leute eigentlich suchen und das finden sie hier beim Burgermeister in Berlin. So, wir sind jetzt hier im Bundeskanzleramt, wurden hier gerade akkreditiert. 1, 2, 3. Ronja und? Florian. Okay, Philipp, hi. Hey. Bleibt einfach da stehen. Wir gehen schon hin. So, Freunde, wisst ihr, wer? Vielen Dank. Und der Ole. Und frag mich, bist du nicht der, der auf Instagram macht? Und tatsächlich.